In dieser Folge geht es darum, mal von wirklich einem, der die Richtlinien über Jahrzehnte lang selber mitkreiert hat, zu hören, was wichtig ist, um in die Beratung zu kommen, was es für Skills braucht und auch den einen oder anderen Mythos zu lüften, der über Beratung verbreitet wird. Ich begrüße an meiner Seite ganz herzlich jemanden, der seit 25 Jahren bei Horváth & Partners aktiv ist, heute im Vorstand agiert und mit dem ich eben gerade schon ein cooles Interview geführt habe über seine Vita. Alfried Neugebauer, willkommen, Herr Neugebauer, ein zweites Mal. Für diejenigen, die beim letzten Mal noch nicht zugehört haben, ganz kurz, wer sind Sie und was treiben Sie so? Ja, gerne. Alfried Neugebauer ist mein Name. Ich bin, wie Sie gerade geschildert haben, seit 25 Jahren bei Horváth und Partners aktiv. Ich bin 1994 eingestiegen nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre. Ich habe vorher eine Banklehre gemacht, dann aber nie mehr der Bank betreten. Mache heute im Schwerpunkt berate ich tatsächlich produzierende Unternehmen und bin jetzt seit 2000 Partner und seit 6 Jahren im Vorstand und dort auch für das Thema HR bei uns verantwortlich. Perfekt, also genau der richtige Gesprächspartner, um ein bisschen drüber zu reden, was es in der Beratung braucht und was es vielleicht auch nicht braucht. Und Ja, deswegen direkt mal die erste gerne. Frage: Was ist Ihr Gefühl? Was ist so einer der großen Mythen, die sich über Berater und auch den Einstieg in die Beratung angestaut haben, die Sie jetzt hier gerne mal direkt ausräumen würden? Ich wäre ja dankbar, wenn Sie mir ein paar Stichpunkte geben, was so die Mythen sein können. Ich habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. Sie ergänzen dann, oder? Ja. Also ein Mythos ist ja, glaube ich, dass Beratung sehr zeit- und arbeitsintensiv ist. Ist das ein Mythos? Nein, das ist tatsächlich so. Ja, also Nicht gelüftet. das kann ich bestätigen, das kann ich jetzt leider nicht lüften. Und das ist selbstverständlich eine Herausforderung für uns als Beratungsunternehmen. Sie kennen das Stichwort Work-Life-Balance, sowas hinzubekommen, auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dank Corona und Remote Delivery wird es jetzt einfacher. Homeoffice, nicht so sehr beim Kunden sein, weniger reisen. Also ich glaube, das wird sich jetzt ein bisschen entspannen. Aber der Beratungsjob ist natürlich arbeitsintensiv, klar. So, und der zweite Mythos, ich muss viel reisen, der trifft tatsächlich zu. Ja, auch hier wird es jetzt, wie ich gerade geschildert habe, Veränderungen geben. Aber ja, unser Job ist beim Kunden vor Ort. Also wir können nicht nur remote arbeiten, wir müssen auch vor Ort sein. Ich glaube, das treibt auch alle Berater an, diese unterschiedlichen menschlichen Situationen auch zu erleben und zu meistern. Ja, das ist ja auch, ich sag mal, das befriedigt ja auch, gute Projekte zu machen, mit spannenden Menschen zu machen. Und da muss ich vor Ort sein und da muss ich reisen. Ja, und das macht unseren Job aus und das wird auch in Zukunft so bleiben. Nicht mehr in dem Umfang vielleicht, in der Intensität, aber das wird so bleiben. Also kein Mythos ist so richtig. Aber macht Spaß, macht unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Spaß. Ja. Weitere Mythen oder soll ich Ihnen ein paar gegen den Kopf werfen? Also ich fürchte, da kommt so einer wie alle Berater sind arrogant. Hört man ja manchmal. Na, Ja. machen wir mal draus, alle Berater sind BWLer. Alle Berater sind BWLer, arrogante Ich muss BWL BWLer. studiert haben, um in die Beratung zu kommen. Nein, das ist nicht richtig. Also wir haben mittlerweile einen guten Mix an Studienrichtungen, aus denen unsere Beraterinnen und Berater kommen. Ja, es gibt viele BWLer. Es gibt ja, oder in den letzten Jahren sind ja diese, ich sag mal, diese Kombinationsstudien Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen stark gewachsen. Da rekrutieren wir raus. Wir haben aber viele Ingenieure bei uns. Wir haben mittlerweile hier in München haben wir unser Steering Lab. Da sind Mathematiker, Informatiker, die sich mit Predictive Analytics, mit Fragen der Digitalisierung auseinandersetzen. Also wir haben heute einen wirklich guten Mix, aber im Schwerpunkt glaube ich, ohne das statistisch zu wissen, ja, noch BWLer. Aber ich würde mal sagen 50%. Muss auch sagen, Horváth kommt Ja. von einem Thema, was sehr BWL-lastig ist. Auch Richtig. heute noch haben Sie gesagt, ist einfach das Thema Ja. Controlling, Monitoring, alles, was es da so gibt, ist einfach ein großer Punkt. Muss ich Angst haben, mich als Nicht-BWLer zu bewerben? Weil das, also viele haben einfach Angst. Viele denken, okay, was soll ich da machen? Ich weiß nichts über Wirtschaft. Wie viel sollte ich über Wirtschaft wissen, um mich trotzdem zu bewerben? Also wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen, ja, und uns ist es wichtig, dass wir abschätzen können, ob ein Bewerber mit, ich sag mal, vertretbarer Zeit sich in ein Thema einfinden kann. Und wenn wir wissen, es gibt jemanden mit einem Nicht-BWL-Studium, der ein starkes Interesse, aber auch vielleicht eine gewisse Vorprägung für Controlling-Themen hat, dann ist uns jetzt das Studium an sich natürlich immer noch wichtig, aber auch solche Kolleginnen und Kollegen haben wir bei uns. Ja.
Was wir natürlich nicht haben oder uns leisten können im Moment, ist jetzt was völlig Fakultätsfremdes einzustellen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der beispielsweise Medizin studiert hat und der mit den Themen, die wir vertreten, gar keine Berührung hat. Dann müssen wir halt abschätzen, kriegen wir den schnell auf unsere Themen, brauchen wir das Know-how, wollen wir das Know-how, wollen wir den Menschen ja oder nein. Also der Weg ist offen, aber wir müssen halt gemeinsam dann auch die Abschätzung treffen. Und auch der Bewerber merkt ja auch, passt das oder passt das nicht in dem Moment. Aber im Zweifel bewerben. Im Zweifel bewerben und dann aber offen und fair und partnerschaftlich. Und wir sagen das Bewerbern auch, wenn wir das Gefühl haben, das wird nicht funktionieren, dann kriegt er das Feedback auch, ja, bei aller Wertschätzung. Ja. Und das ist auch ein fairer Umgang dann miteinander. Okay, also ja. BWL als Mythos erstmal entkräftet. Ich kann mich auch als Nicht-BWLer für einen Beratungsjob bewerben. Nächster Mythos, den ich immer wieder erlebe, ich ohne eins im Bachelor, Master, am besten auch noch Abi, wird es schwierig. Das ist auch nicht richtig. Ich verrate Ihnen jetzt meine Abi-Note mal nicht. Studium war dann besser. Nein, wir schauen in HR natürlich auch auf Zeugnisse, weil warum? Wir wollen einen gewissen Werdegang sehen. Ja, aber wir sortieren nicht aus, uns interessiert der Mensch. Ich muss ja unterscheiden zwischen Absolventen, ja, die mit einem spannenden Lebenslauf, aber vor allen Dingen, ich sage dann immer lieber Praktika als gute Noten, ja, weil das ist wichtig, sowas zu können und eine gewisse Vorerfahrung mitzubringen. Und auf der anderen Seite habe ich die Berufserfahrenen und da interessiert uns ja ganz spezifisches Know-how, was wir uns da einkaufen. Mhm. Menschen und Know-how. Und da tritt dann tatsächlich die Abitur oder die Studiumsnote in den Hintergrund. Okay, also würden Sie sagen, dass wenn ich ein 3er Abi gemacht habe, ein 2er Bachelor, ein 2er Master, aber in der Zeit irgendwie politische Initiativen gegründet habe, in der studentischen Beratung war, Praktikas in der Industrie gemacht habe und vielleicht da schon wirklich ein Thema habe, was mich interessiert, was auch zu Ihnen passt, dass Sie dann sagen, okay. Sofort bewerben. Sofort bewerben. Ja, absolut. Cool. Was haben wir noch für Mythen? Sie haben über das Reisen gesprochen, wir haben über Noten gesprochen. Wichtiger Mythos zum Arbeitsalltag, auch wieder sehr, sehr basic. Berater machen doch nichts anderes als Mitarbeiter rauswerfen, oder? Ja, wir Gott sei Dank überhaupt nicht. Das sind nicht die Themenfelder, in denen wir aktiv sind. Also wir sind, das haben wir angesprochen, einmal in dem ganzen Thema Unternehmenssteuerung und Performance Management tätig. Hier geht es darum, mit Unternehmen gemeinsam tatsächlich die Performance des Unternehmens, die Ergebnissituation des Unternehmens in der Steuerung, aber natürlich auch im operativen Doing zu verbessern. Und ja, es geht hier auch um Kostensenkungsthemen, meistens in Sachkostenbereichen, in Gemeinkostenbereichen. Ja, und auch gibt es natürlich immer wieder die Frage, habe ich zu viel Kapazität an Bord, ja oder nein? Aber das sind bei uns Projekte, die kommen mal vor, die machen aber nicht die Mehrheit aus. Und zum anderen haben wir auch nicht den Brand dafür. Ja? Also ich sag mal, es gibt Mitbewerber am Markt, die da klassisch eingekauft werden, wenn es darum geht, irgendwo Werke zu schließen oder im großen Umfang Arbeitsplätze abzubauen. Mhm. Das ist nicht das Consulting, was Horvath heute macht. Ja? Okay, letzte Frage, letzter Mythos zu dem Thema. Gibt es eine Altersgrenze? Muss ich, um einzusteigen, immer nur im Grunde gerade aus dem Studium kommen oder mit leichten Praktikas dann reingehen? Oder hat auch jemand, der, sagen wir, vielleicht 30 Jahre alt ist und sagt, okay, ich komme vielleicht aus einer ganz anderen Richtung. Ja. Ich würde aber gerne in die Unternehmensberatung, hat der auch eine Chance? Ja, absolut. Ich habe ja gerade geschildert, wir haben Absolventen, Berufserfahrene, wir kaufen uns Know-how zu. Wir bewerben uns natürlich darum, dass jetzt das Interessierte zu uns kommen, die ein spezifisches Know-how mitbringen. Ja, und da kommen auch viele aus der Industrie. Die sind 30, die sind 40. Da spielt das Alter nicht so sehr eine Rolle, eher die Wandlungsfähigkeit, weil ein Industriejob und ein Beratungsjob ist unterschiedlich. Ich brauche das gleiche Know-how. Ich muss es nur anders quasi dann in die Umsetzung bringen. Ja, wenn ich im Projektgeschäft bin, da habe ich eine andere Dynamik, eine andere Schnelligkeit. Und das ist etwas, das muss ich dann verändern, wenn ich aus der Industrie komme. Wenn ich aus der Beratung komme, ist das weniger ein Thema, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen das dann, das Geschäft. Aber wir haben viele Kollegen, die aus der Industrie kommen. Absolut, ja. Cool. Also ich glaube, das waren schon Informationen, die so online selten so klar aus einer wirklich auch fundierten Perspektive mal in dieses Mikrofon gab. Lassen Sie uns mal ein bisschen drüber reden.
wie sich Beratung durch Corona, aber auch Ihre Abschätzung in den nächsten Jahren darüber hinaus entwickelt. Was ist Ihr Gefühl? Vielleicht erstmal die Basis. Wie definieren Sie im Moment erstklassige Unternehmensberatung? Die definiere ich wie vor Corona auch. Mhm. Also erstklassige Beratung fängt an bei der Frage, habe ich eigentlich beim Kunden die erwünschte Wirkung erzeugt? Impact ist das Stichwort für mich. Ja. Wenn ich auf ein Projekt zurückschaue oder auch im Laufe des Projektes, ich muss mich immer fragen, erzeuge ich die Wirkung, die erwünscht ist? Oder mache ich hier ein Projekt, von dem ich weiß, und das kommt sicherlich bei allen Kollegen vor, in allen Beratungsunternehmen, wo der Kunde hinterher sagt, schön war es, aber ich setze es nicht um. Also das ist das Allerwichtigste, auf diesen Impact zu schauen und das auch mit dem Kunden regelmäßig zu besprechen, bin ich hier richtig unterwegs. Also das ist mal das allerwichtigste Thema für mich. Ja. Und dann kommen die Voraussetzungen, wie schaffe ich das denn? Also wie bekomme ich das hin? Wir nennen das Delivery Excellence bei uns. Ja. Und das hat was mit hoher fachlicher Kompetenz zu tun. Ich muss natürlich fachlich dem Kunden im Zweifel auch voraus sein, weil das ist ja das, was er einkauft. Ich muss wissen, wie das Thema geht. Mhm. Zweitens muss ich im Projektmanagement absolut fit sein, nämlich um diesen Prozess, weil ein Projekt ist ein Prozess, den ich durchsteuern muss, um diesen Prozess optimal durchzusteuern. Ich muss hohe soziale Intelligenz haben, auch im Umfeld von Change Management. Ich muss die Menschen mitnehmen, begeistern, motivieren beim Kunden, dass sie den Weg mitgehen. Und das macht erstklassige Beratung aus. Und dann kommen noch so ein paar Basics dazu, das ist für mich Verbindlichkeit, Vertrauen, Ehrlichkeit. Ja, und dann funktioniert es. Würden Sie zustimmen, wenn man sagt, also in den letzten Jahren haben wir erlebt, dass es Skills gibt, wie zum Beispiel Programmierung, eine IT-Affinität, die so eine Art goldenes Handwerk darstellt, dass auch Projektmanagement hat sich vielleicht, also hat sich verändert in dem Sinne, ist aber nicht gefühlt so neu oder trendy, dass auch das ein Skill ist, der zu den absoluten Kernfähigkeiten auch in den nächsten Jahren im Arbeitsmarkt gehört? Ja, also was sich natürlich jetzt verändert hat, sehr stark verändert hat, ist, dass mit dem Start der Corona-Krise von einem auf den nächsten Tag alle Projekte auf Remote umgestellt worden sind. Also das heißt, die Berater sind nicht mehr zum Kunden, wie sie das gewohnt waren. Aber keine Projekte wurden bei uns abgesagt. Es hat funktioniert, dass wir von einem auf den nächsten Tag alle Projekte nicht mehr wirklich aus dem Homeoffice geliefert haben. Wir konnten ja nicht in die Büros. Die Projektteams saßen im Homeoffice und da muss man sich eine ganz andere Art und Weise der Zusammenarbeit ausdenken, was wir ziemlich schnell hinbekommen haben, nämlich wie mache ich so ein Daily im Team? Also wie motiviere ich überhaupt das Team? Wie stimme ich das Team auf die Woche ein, auf die Aufgaben? Wie agiere ich mit den Kunden? In welchen Taktzahlen? Ja, wie mache ich dann Workshops? Das ist mal das eine, Projektmanagement. Und das andere ist natürlich das Beherrschen der technischen Medien, wie Teams beispielsweise, mit dem wir arbeiten. Ja, das ist ja nicht nur mal gegenseitig angucken, miteinander reden. Es gibt ja diverse technische Funktionalitäten, die man dann auch für die Workshop-Arbeit nutzen kann. Und das haben wir in Trainings auch unseren Mitarbeitern dann sehr schnell beigebracht. Ja, und da waren wir sehr, sehr erstaunt, wie schnell das funktioniert. Mhm. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Thema Vertrieb. Das ist für uns ja sehr, sehr wichtig. Wir haben Projekte akquiriert, auch in europäischen Ausländern, im europäischen Ausland, wo wir den Kunden nicht kannten. Also wo die Ausschreibung und der Pitch tatsächlich dann online, remote stattgefunden hat, auch das funktioniert. Also da hat plötzlich dank Corona, sage ich mal, in dem Fall eine ganz andere Bereitschaft sich entwickelt, dass man sich nicht persönlich immer mieten muss und treffen muss, sondern tatsächlich auch auf Distanz eine andere Offenheit hat, plötzlich miteinander zusammenzuarbeiten. Und das erhoffe ich mir und das versuchen wir auch mit in die Zukunft zu nehmen, weil das bereichert natürlich den Beraterjob nochmal sehr. Das ist spannend zu hören, weil ich habe in meinem Job auch viel Kontakt mit MBB, mit Big Four Beratern oder Partnern, wo ich das Gefühl hatte, die sind ähnlich lange im Geschäft wie Sie. Ja. Die scharen eher mit den Hufen, die freuen sich, also für die war das eher wie so eine Pause und die halten es zu Hause nicht mehr aus, die wollen auch ihre Berater wieder rausschicken. So gefühlt gedanklich hat nicht bei allen so ein Umdenken stattgefunden. Ja. Muss man dann auch in der Praxis ja in den nächsten Jahren dann erstmal noch bestätigen, dass man das auch wirklich so durchzieht.
Also wir streben da ganz klar einen Mix an, weil wir müssen natürlich auch vor Ort sein und mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Aber es gibt viele, viele Situationen in Projekten, wo das nicht notwendig ist, wenn man Unterlagen vorbereitet macht, Analysen macht, Präsentationen vorbereitet. Das muss ich nicht im Büro beim Kunden machen. Und es gibt auch viele Kunden, die ganz offensiv signalisieren, ihr braucht in dem Umfang nicht mehr zu kommen. Wir haben eh keine Büroflächen für euch. Risikogruppe häufig und, als Berater. Ihr könnt das von zu Hause aus machen, ja, oder aus dem Büro aus machen. Ja. Also da verändert sich etwas. Es wird ein Mix sein. Wir müssen jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das schon so 50-50 sich entwickeln wird. Ja. Was ist Ihr Gefühl? Profitiert die Beratung langfristig von der Krise? Neutral oder ist es nachteilig? Also wir haben jetzt natürlich, und da glaube ich, dass das alle Beratungen getroffen hat. Wir haben natürlich jetzt eine Situation in den letzten 6 Monaten, wo Unternehmen, unsere Kunden sehr stark auf Liquidität und auf Kosten geschaut haben. So, das heißt, sie haben die absolut notwendigsten Projekte weiterlaufen lassen, aber viele Themen dann auch erstmal verschoben oder auf Eis gelegt. Zusätzlich kam ja die Situation, dass wir auch nicht zu Kunden konnten. Remote hat funktioniert, aber auch nicht vollumfänglich. So, dass wir glauben, dass jetzt in den nächsten Monaten das Beratungsgeschäft tatsächlich wieder an Fahrt aufnimmt. Ja. Das ist mal das eine. Langfristig glaube ich ja, die Beratungen werden davon profitieren. Warum? Weil viele Unternehmen gesehen haben, wie schnell solche Einschläge jetzt kommen können und sehr stark auch nochmal über Organisations-, über Kostenstrukturen, über den Footprint in der Produktion, in der Supply Chain nachdenken. Und auf der anderen Seite jetzt Themen hochgespült werden, wie ich muss alle Unternehmensbereiche digitalisieren oder ich muss New Work-Formate finden, ja, für meine Mitarbeiter. Das sind alles Themen, die jetzt eine neue und höhere Priorität nochmal bekommen haben. Und da kaufen oder da hoffen wir oder glauben, dass Unternehmen sich da auch Know-how natürlich zukaufen werden. Also insofern sehen wir das sehr positiv. In meiner Community haben mich gerade in den ersten Monaten von Corona sehr viele Nachrichten erreicht, sehr viel Unsicherheit, weil die Türen zugegangen sind bei fast allen Beratungshäusern. Mir wurden da Dokumente zugespielt, dass Probezeitkündigungen, Einstellungsstopp, dass die ersten Maßnahmen da einfach getroffen wurden, um über die Fluktuation es zumindest mal wieder einzudämmen, auch so das Wachstum der letzten Jahre, weil ja irgendwie zweistellige Prozentzahlen im Wachstum eigentlich normal waren. Was für einen Einfluss hatte bei Ihnen Corona aufs Recruiting? Einen ähnlichen, wie Sie beschrieben haben. Also wir standen natürlich im März, Anfang März vor der Situation, dass wir zunächst überhaupt nicht wussten, was passiert. Also wir haben erstmal angefangen, uns Szenarien hinzulegen, ja, wie hoch wird der Umsatzeinbruch sein. Wir haben unser Unternehmen dann eher auf ein pessimistisches Szenario eingestellt. Und eingestellt heißt, wir haben unsere Kostenstrukturen darauf angepasst. Ja. Unser Ausgabeverhalten, das geht in Richtung Trainings, in Richtung Investitionen und Ähnliches. Ja. Das haben wir tatsächlich getan. Wir haben aber von Anfang an gesagt, wir wollen keine Mitarbeiter entlassen. Wir haben das auch hinbekommen bisher. Ja. Wir haben keine Probezeiten gekündigt. Und sind damit jetzt durch die letzten Monate. Die wirtschaftliche Situation war jetzt nicht so, wie wir befürchtet haben. Die war deutlich besser. Wir liegen natürlich, wie viele andere, jetzt nicht in diesen Wachstumsgrößen, die Sie da gerade genannt haben. Ja, aber das war in den letzten 5 Monaten keine gute Zeit. Und ein Thema Recruiting haben Sie angesprochen. Ja, natürlich. Wir haben dort nachbesetzt, aber sehr, sehr, sehr differenziert, wo wir die Chance hatten, mal Know-how zuzukaufen, was wir seit Jahren schon gesucht haben, aber großflächig eingestellt, nein. In welchem Bereich war das? Also das sind eher so Engpassprofile, mal ein Projektleiter mit dem Know-how an der Stelle oder mit dem Know-how an der Stelle, also wirklich Menschen, wo Suchprozesse auch schon lange liefen. Mhm. Ja, das waren jetzt keine spezifischen Bereiche, sondern Bereiche, in denen wir eh aktiv sind, aber wo wir einfach gesagt haben, da müssen wir weiter Teams aufbauen, weil die Nachfrage wird kommen. Ja. Ist doch eine coole Überleitung. Was sehen Sie als ein recht optimales Profil im Jahr 2020, um Unternehmensberater zu werden? Also wir haben erstmal am Anfang klar gemacht, dass es eine große Breite, eine große Vielfalt gut ist, okay ist. Aber wenn Sie jetzt so ein bisschen im Grunde bei Null anfangen könnten, wenn Sie sich den perfekten Berater, die perfekte Beraterin zusammenbauen könnten, was würden Sie da sagen,
auch gerne aus Ihrer eigenen Perspektive, ja, in dem Sinne, wenn Sie heute nochmal in die Beratung starten würden, was würden Sie optimalerweise studieren? Wie würden Sie Ihren Lebenslauf gestalten? Sie haben jetzt ja zwei Fragen zusammengebracht. Einmal die fachliche, wie muss ich mich fachlich vorbereiten und was muss ich für ein Typ sein? Ja, ich will das auch mal so getrennt beantworten. Von der Fachlichkeit her, also wenn Sie fragen Horvath, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkter, aber wenn Sie in die ganze Beratungsindustrie gehen, müssen Sie sich aus meiner Sicht nicht auf eine bestimmte Studienrichtung jetzt spezialisieren, im Sinne, ich muss unbedingt BWL oder ich muss unbedingt das oder jenes machen. Also ich kenne Berater, die haben Jura studiert, die haben Medizin oder Biotechnologie studiert, die finden ihre Wege dann, ja, über Praktika und Ähnliches auch in die Beratung. Also man muss sich da nicht einschränken, ja. Wir haben bei uns auch Mitarbeiter, die haben Politik studiert oder Ähnliches. Das ist, da ist eine relativ große Offenheit da. Ja. Mhm. Natürlich muss ein Beratungsunternehmen dann schauen, was passt zu mir, was passt zu meinen Themen, was kann ich verkaufen. Dann okay, dann was passt zu Horvath? Und zu Horvath passt natürlich, ich sag mal, im Schwerpunkt das Thema BWL, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik. Es sind Menschen heute, die eine höhere Affinität zu IT auch haben. Also wir sind selber keine IT-Beratung im Sinne von wir customizen, aber heute geht nichts ohne IT-Know-how. Ja, egal, ob Sie ein Strategieprojekt, ein Sales- und Pricing-Projekt machen, auch in diesen Disziplinen, Sie müssen immer wissen, wie setzt ein Unternehmen das in IT-Tools um. Sie müssen die nicht programmieren können, aber Sie müssen die kennen und verstehen und wissen, was Sie beraten oder was Sie am Unternehmen raten, damit es dann auch umsetzbar ist. Also diese IT-Affinität muss stärker da oder ist heute stärker da als in der Vergangenheit. Ja. Und dann haben wir natürlich so Themen, die seit Jahren gut laufen, wie Change Management und Ähnliches. Und da kommen dann auch, ich sag mal, Profile, die nicht vielleicht der klassische BWLer sind, sondern auch aus der Erwachsenenbildung oder aus ähnlichen Themen dann mal kommen. Ja? Weil das einfach ein ganz anderes Know-how. Ja, wenn ich ein Leadership-Training machen will beim Unternehmen, dann muss ich nicht BWL studiert haben, da bin ich eher Psychologe und dann ausgebildeter Coach. Und auch solche Profile haben wir bei uns. Ja. Cool. Was halten Sie von Formaten wie studentische Unternehmensberatung? Finde ich super. Habe ich selber angefangen in Augsburg damals. Bei einer studentischen Unternehmensberatung. Wollen Sie da jemanden grüßen? Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ich glaube nicht. Das ist zu lange her. Die gibt es auch nicht mehr, glaube ich. Ja. Und ja, wir arbeiten auch mit studentischen Unternehmensberatungen tatsächlich heute zusammen, indem wir da Workshops machen oder Ähnliches, die Verbindung halten, weil das sind natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja schon im Studium sagen und Interesse bekunden, das könnte eine Richtung für mich sein. Und natürlich gehen wir auf die zu, weil wir wissen, da können wir, ich sag mal, die Mitarbeiter der Zukunft gewinnen. Ja. Was lernen die aus Ihrer Sicht da, was einfach wertvoll ist auch gegenüber anderen, die sich da einfach dann direkt aus dem Studium bewerben? Naja, sie lernen das Projektgeschäft schon mal. Wie mache ich ein Projekt, wie strukturiere ich das, wie schreibe ich ein Angebot, wie mache ich eine Präsentation, eine Abschlusspräsentation, also Basics. Ja, die werden ja auch oft begleitet. Wir begleiten ja solche Studentenunternehmensberatungen dann auch in Workshops und geben mal Tipps. Und andere Beratungsunternehmen machen das natürlich auch. Also insofern habe ich da schon mal so ein Grund-Mindset-Gerüst, was ich dann mitbringe und was hilft. Mhm. Ja. Ich mache jetzt wieder was Fieses. Ich packe jetzt zwei Fragen zusammen. Wenn ich jetzt bei Horvath reinstarte, die ersten 30 Tage, wie sind die? Ja. Und gerne auch so ein bisschen mit dieser Differenzierung, ganz aktuell, wie viel davon ist digitales Training, wie viel davon ist On-the-Job-Training und wie viel hat vielleicht auch einen Workshop-Charakter oder ein Bootcamp, was vorher sehr gängig war? Ja, also das kann ich Ihnen, ist gar keine fiese Frage, kann ich Ihnen ganz schnell beantworten. Wenn wir wissen ja, wann ein Mitarbeiter kommt, ja, wann der seinen ersten Tag hat, wann der startet und wir wissen auch, in welchem Bereich er startet. Und der Verantwortliche ist Partner oder Mentor, hat auch bei uns die Verantwortung, mit diesem Mitarbeiter vorher schon in Kontakt zu treten und der plant den auch schon mal für ein Projekt ein. Also unser Interesse ist, so schnell wie möglich zum Kunden. Also wir haben kein Bootcamp, weil Sie das fragen. Mhm. Wir haben
eine 2- bis 3-tägige Veranstaltung, ein Onboarding, wo wir das Unternehmen vorstellen, die IT-Ausstattung, also wo wir die Basics beibringen. Ja, was muss ich alles wissen, um bei Horvath arbeitsfähig zu sein? Mhm. Da geht es aber noch nicht um Schulung, sondern das ist wirklich Arbeitsfähigkeit herstellen. Und dann geht ein Mitarbeiter bei uns aus, ein neuer Kollege bei uns aufs Projekt. Mhm. Ja, weil wir wissen, wie findet das aktuell statt? Ist das digital? Ist das dann auch weiter physisch? Das hat sich jetzt im alten Format physisch angehört. Im alten Format nur physisch. Jetzt während der Corona-Zeit natürlich virtuell. Mhm. Wobei der Mentor sich mit dem Mitarbeiter dann schon mal getroffen hat. Mhm. Mit natürlich unter Berücksichtigung aller Regeln, klar. Ich glaube, diesen persönlichen Kontakt, der ist dann schon notwendig. In Zukunft werden wir das so steuern, je nachdem, wo das Projektteam sitzt. Also wenn das Projektteam in dem Fall beim Kunden sitzt, wird er da zum Kunden gehen. Wenn das Projektteam hier im Büro sitzt, viele Teams sitzen auch in unseren Standorten und arbeiten von dort aus, dann wird er da am Standort drauf treffen. Aber uns ist wichtig, Learning on the Job ist das absolut Wichtigste. Ja, ich kann schulen, das ist wichtig, ja, um dann neuen Input, neues Know-how reinzugeben. Aber der wirkliche Lernprozess findet jetzt aus meiner Erfahrung wirklich auf dem Projekt statt. Und deswegen müssen die Mitarbeiter möglichst schnell in die Projektsituation auch. Okay, also erste 30 Tage, ja, sehr klar, 1-2 Tage Onboarding. Genau, und danach kommt eine Onboarding-Woche. Mhm. Ja, wo 4-5 Tage, wo dann alle 9 des Quartals oder des Monats zusammen sind, und dann bringen wir da tatsächlich noch andere Inhalte rüber. Da wird auch dann gelernt, wie schreibe ich ein Angebot, mit unseren, ich sag mal, Rahmenbedingungen, wie mache ich Präsentationen und so weiter. Und dann haben wir natürlich noch ein umfangreiches Trainingsangebot für viele, viele fachliche Themen oder Social Skills, die der Mitarbeiter mit dem Mentor, mit seinem Mentor dann bespricht, und dann die werden aber nicht alle dann in den ersten 3 Monaten gemacht, sondern im Laufe der ersten 2 Jahre dann. Mhm. Okay, ja. Und dann ist es so, dass es freitags einen Fokus darauf gibt, dass irgendwie ein Halbtagstraining stattfindet, oder ist es dann auch eher wieder blockweise? Also wir haben vor Corona eine ganz tolle Erfahrung gemacht mit Präsenztraining, Oldstyle. Mhm. Wir haben Mitarbeiter beispielsweise eine ganze Woche zusammengebracht. Das findet dann einmal jährlich statt. Wir haben das Business School genannt oder nennen das heute noch so, wo wir beispielsweise Consultants, die zu uns kommen, also auf dem ersten Level, die sich für ein Thema interessieren, dann eine Woche wirklich zusammenbringen und da intensivst schulen. Ja, und da habe ich natürlich nicht nur die Schulungskomponente, sondern auch die, ich sag mal, soziale, die Netzwerkkomponente. Und das war immer ein voller Erfolg. Das bringt Menschen schnell ins Arbeiten, ins Team. Das werden wir jetzt in Zukunft umstellen auf eher, ich sag mal, so ein hybrides Format, dass wir hier Digital-Trainings machen, mit Podcasts, mit Videos arbeiten, Townhall-Meetings machen und ähnliches, aber dann tatsächlich auch ein Abschlusspräsenztraining dann nochmal dazu schalten. Also wir verändern uns da durch Corona. Mhm. Das bietet neue Chancen, absolut. Wie steht es um Team-Events? Ist da schon wieder was geplant, vielleicht auch mit Perspektive in den nächsten 6 Monaten? Also wir haben Team-Events tatsächlich schon wieder freigegeben, die finden auch statt. Mhm. Natürlich alles im Rahmen. Muss ich nicht sagen, das macht es aber schwierig in der Organisation. In München dürfen sich jetzt aktuell nur noch 5 treffen, gestern waren es noch 10. Aber wir fördern sowas. Also wir haben Team-Events einmal an den Standorten, dann ist jeder Mitarbeiter einem, wir nennen das Business Unit, also einer Einheit zugeordnet. Wir machen jetzt im Oktober tatsächlich ein Team-Event, aber das Ganze digital, ja, also quasi eine Veranstaltung für die ganze Company, aber gestreamt aus Stuttgart, mhm, aus einem Studio raus, weil wir uns nicht physisch treffen können. Und wir haben in der Vergangenheit immer wieder so ein Großformat gehabt, wo wir uns als ganze Firma auch getroffen haben. Und da denken wir jetzt darüber nach, ob wir das, in welcher Form wir das dann auch fortsetzen können. Im nächsten Jahr allerdings dann. Ich glaube, in diesem Jahr, im nächsten halben Jahr wird da nichts möglich sein. Ja. Verstanden. Ja. Letzte Frage. Was ist aus Ihrer Sicht der Top-Grund, warum man sich bei Horvath als Berater, Beraterin bewerben sollte? Das ist jetzt die Marketingfrage, oder? Die ist, können Sie daraus machen, was Sie wollen. Ich lege mir den Ball hin. Treten müssen Sie selber. Ich bin jetzt ja 26 Jahre tatsächlich, ich habe gerade mal nachgerechnet bei Horvath und Partners, und ich empfinde dieses Unternehmen als hochdynamisch, hochkompetent in seiner Fachlichkeit, mit einem ganz hoch innovativ, mit einem ganz tollen Team Spirit. Und das ist auch der Grund, warum ich immer da geblieben bin. Ja, wir wachsen, wir bieten unternehmerische Freiheit,
Und das ist nicht nur jetzt ein Buzzword, sondern es ist so, wenn jemand hier sich ein Thema greift und das entwickeln will für uns als Company, dann hat er die Freiheit, das zu tun mit aller Unterstützung. Wir leben von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das ist der Grund, warum man sich hier bewerben sollte. Und jeder, der Spaß an sowas hat, sollte sich hier bewerben tatsächlich. Okay. Herr Neugebauer, herzlichen Dank für die Einblicke. Vielen Dank. Sehr cool, da mal ein bisschen mehr gehört zu haben, was stimmt, was nicht stimmt und was man auch so zu erwarten hat, wenn man mit Ihnen, bei Ihnen arbeitet. Deswegen, wir hinterlegen Ihr LinkedIn-Profil, gerne, wir hinterlegen im Grunde die Karriere-Homepage, haben wir beim letzten Mal gelernt, dass das auch nochmal ein Blick wert ist. Ja. Und da seid natürlich ihr gefragt, uns mal wissen zu lassen, was ihr von dem Ganzen hier haltet. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, das werde ich nochmal verlinken, wenn ihr jetzt bei YouTube zuschaut, das erste Interview, was ich mit Herrn Neugebauer geführt habe, euch anzugucken. Da waren ein paar besondere Punkte drin, so viel Offenheit habe ich noch nie von einer Vorstandsführungskraft im Consulting in seiner aktiven Zeit gehabt. Deswegen checkt das unbedingt nochmal aus, verlinke ich auch beim Podcast. Und danke, dass ihr mit am Start wart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Consulting.